Schwiegereltern, Schwiegerkind, da sehen viele rot. Kochen und essen mit der Schwiegermutter. Stress für Margret Klauser. Eine Frau muss gehen. Nur welche? Auf diesem Hof sind die Schwiegertöchter freiwillig eingezogen. Bei Familie Grädel leben drei Generationen unter einem Dach. Viele Märchen prägen den Mythos der bösen Stiefeltern. Auch Andi Köhn kämpft mit dem Klischee. Schwiegermythen im Fenster zum Sonntag.